So we are honored to have with us tonight a distinguished Syrian-born, Göttingen-based historian. Professor Bassam Tibi ist ein politischer Denker der Universität Göttingen. Scores of scholarly books Viele and a multitude of media Bücher appearances verfasst. Over the past 40 years have secured Professor Tibi's place as one er of the most bekannt, influential Beobachter der Situation of the Middle im Nahen East Osten. In our times. The uprising in the Middle East and North Africa continued 2011 continued throughout 2013 has been adopted Arab Spring. Well, we know das, was wir als der arabische Frühling nennen. Eigentlich die schönste Jahreszeit des Jahres. Und man kann sich fragen, wieso Frühling? The answer to this question is, people said the Middle East is now joining Und die Antwort lautete, der Nahe Osten gesellt sich nun zur Weltgeschichte. Deshalb ist dies ein Frühling. Aber der Frühling ist letztendlich zu einem blutigen, tödlichen Winter geworden. Es gab keine Demokratisierung, aber zu Beginn des arabischen Frühlings erhofften sich die Menschen, dass sie nun ein Teil der globalen Demokratie werden könnten. Stattdessen wurde der Frühling zu einem blutigen Winter und auch einer Katastrophe für die religiösen Minderheiten. Später erkläre ich dann mehr dazu. Ich möchte dieses Thema mit fünf Unterkapiteln quasi angehen, circa 10 Minuten pro Thema oder pro Kapitel. Nachdem ich Yale verlassen hatte und quasi von der Bühne gegangen bin, konnte ich mein Versprechen nicht einhalten und habe dennoch ein Buch geschrieben, ein weiteres. Dieses neueste Buch, der Scharia-Staat, arabische Frühling und Demokratisierung. Ich bin in Damaskus geboren, ich bin Syrer. Bis 18 habe ich in Damaskus gelebt. Und heute haben wir die Situation, dass die syrische Luftwaffe, die nationale Luftwaffe, die eigentlich das Land vor dem Bösen schützen sollte, bombardiert nun die Wohngebiete von Damaskus, unter anderem auch die Wohngebiete, wo ich groß geworden bin. Also wie kann ich darüber schweigen? In meinem Buch auf der Seite 147 können Sie folgende Informationen nachlesen. Als der islamistische Präsident Mohammed Morsi gewählt wurde in Ägypten, ist die damalige Außenministerin der USA, Hillary Clinton, schnellstens nach Kairo gereist, um ihn zu unterstützen. Die christlichen Minderheiten demonstrierten dazumal. In Ägypten haben wir die Kopten. Die Kopten sind etwa 10-12% der Bevölkerung Ägyptens, also Christen. Sie demonstrierten gegen Clinton, denn sie war gekommen, um den islamistischen Präsidenten Morsi zu unterstützen. Und diese christlichen Demonstranten teilten ihre Überzeugung nicht, dass die Muslimbrüder, die nun die Herrschaft innehatten, dass diese eine Demokratie ausleben würden. Und sie litten unter ihnen bereits. Auf ihren Fahnen stand: Clinton, geh nach Hause, du bist in Ägypten nicht willkommen. Und hier ging es nicht um einen Anti-Amerikanismus. Es war ein schlichter Protest gegen die amerikanische Politik, die islamistische Bewegung zu unterstützen. Und die USA hat das damals getan und tut es nach wie vor. Unter der Regierung Bush, ich war eigentlich ein Unterstützer von Obama, ich habe mich gefreut, dass er gewählt wurde, heute bin ich es nicht länger. Bush führte einen Krieg gegen Terrorismus und es war eigentlich ein Krieg gegen den Islam. Zu jener Zeit war ich Professor an der Cornell-Universität, nach Harvard kam Cornell. Jedes Mal, als ich mit dem deutschen Pass in den USA eingereist bin, musste ich eine zweite Untersuchung durchgehen,
durchmachen, Sicherheitscheck. Und das war wirklich demütigend. Ich habe mich gefragt, wieso komme ich in die USA? Das war eigentlich mein Traumland. Aber nach dem 11. September gab es ein Klima der Angst und es war nicht länger mein Traumland sozusagen. Aber Obama hat dann zwei Vorträge gehalten, einen in Ankara, einen in Kairo, wo er gesagt hat, wir beenden den Krieg zwischen den USA und dem Islam, eigentlich eine gute Sache. Also der Krieg gegen den Terror war ein Krieg gegen Islam. Plötzlich wandelte es sich zu einer Kooperation mit der islamistischen Bewegung. Ich bin da nicht prinzipiell dagegen. Aber die Frage stellt sich, wieso dieser Wandel? Zwei Fragen stellen sich hier. Die Berichterstattung über das Willkommen von Hillary Clinton in Kairo führt zur folgenden Frage. Die amerikanische Unterstützung des Islamismus nach dem arabischen Frühling, wieso dieser Wandel vom Kampf gegen radikalen Islam zu einer Kooperation hin mit der islamistischen Bewegung? Was hat zu diesem Umwandel geführt? Denn die islamische Herrschaft bedeutet ein Scharia-Staat. Also ein Kapitel meiner Präsentation heute Abend wird sein über den Scharia-Staat. Die zweite Frage, die sich stellt, die Situation der christlichen Minderheiten im Nahen Osten. Wie Sie gehört haben, seit 40 Jahren studiere ich die Situation im Nahen Osten. In Damaskus haben wir 20% der Bevölkerung sind Christen. In meiner Schulklasse hatte ich christliche Freunde. Christen hatten keine Probleme. Damaskus war ein toleranter Ort. Es gibt ein kurdisches Viertel in Damaskus. Wir waren Freunde mit ihnen, auch mit den Armeniern. Aber die Dinge verändern sich. Der Nahe Osten ist kein guter Ort mehr für die Christen und sie verlassen massenweise. Es gibt eine Entchristianisierung des Nahen Ostens aktuell. Sie flüchten in die USA und nach Europa. Und man muss hier unterscheiden zwischen dem religiösen Gesicht des Islams. Islam ist keine politische Religion. Einige im Westen sagen, per Definition sei der Islam eine politische Religion. Das stimmt nicht, bin nicht einverstanden. Aber das politische Gesicht des Islams ist der Islamismus. Islamismus ist nicht Islam. Deshalb in meinem früheren Buch unterscheide ich zwischen Islam und Islamismus. Aber nun zum ersten Thema des heutigen Abends. Was ist der arabische Frühling und welche Rolle nehmen die islamistischen Bewegungen ein in diesen Aufständen und welche Auswirkungen haben sie für Demokratie und die Minderheiten? Im Speziellen die christlichen Minderheiten. Drei Tatsachen möchte ich hier zuerst nennen. MENA, also nochmals Nahe Osten und Nordafrika, das ist die einzige Weltreligion, die sich der globalen Demokratisierung nicht angeschlossen hatte. Ein Kollege von mir an der Harvard mit dem Buch Clash of Civilizations, den ich auch schon kritisiert habe, der in Beziehung stand zu einem der deutschen früheren Präsidenten, der mich sogar gebeten hat, ein Buch gegen diesen Kollegen der Harvard zu schreiben. Huntington hatte seine Büros am vierten Stock, ich im fünften Stock. Und ich habe ein Buch zusammen mit Roman Herzog geschrieben, mit dem Titel
die Zusammenstöße der Zivilisationen verhindern. Huntingtons Buch lautete Der Zusammenstoß der Zivilisation. Huntington hat mich angerufen und gesagt, Bassam, ich habe dein Buch gelesen, das du mit deinem Präsidenten verfasst hast, und ich muss mit dir sprechen. Wollen wir miteinander Mittagessen? Ja, durchaus. Und bevor wir begonnen haben, bevor wir uns gesetzt haben, hat er mich gefragt, was ist dein Problem? Was ist das Problem deines Präsidenten? Und dann habe ich gesagt, die Frage ist sehr einfach. Mein Präsident und ich sind nicht mit Ihnen einverstanden. Wir sind gegen den Zusammenstoß der Zivilisation und möchten diese verhindern. Aber nach dem Ende des Kalten Krieges schrieb Huntington ein wunderbares Buch mit dem Namen Die dritte Welle. Die dritte Welle der Demokratisierung. Er sagte, die moderne Geschichte besteht aus drei Perioden. Nach der Französischen Revolution gab es die erste Welle der Demokratisierung. Nach der Bekämpfung Hitlers und dem Ende der Nazi-Herrschaft gab es eine zweite Welle der Demokratisierung, die Deutschland mit einschloss. Deutschland ist heute demokratischer als die USA, das können Sie mir glauben. Es gibt mehr Rechtsstaatlichkeit in Deutschland als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Und das ist eine Auswirkung dieser zweiten Welle der Demokratisierung. Und das ist die dritte Welle, gemäß Huntington, erfolgte nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer und des Kommunismus. Und der Nahe Osten hat sich dieser dritten Welle nicht angeschlossen. Der arabische Frühling war aber ein Versprechen, eine Verheißung. Lange Zeit nach dem Fall der Mauer, die Verheißung, dass sich der Nahe Osten dieser dritten Welle anschließen würde. Ich möchte Ihnen nicht die Geschichte erzählen, ich nehme an, Sie kennen sie. Hat im Dezember 2010 begonnen. Es gab eine Demütigung einer tunesischen Person in einem Dorf in der Nähe von Tunis. Und dieser Mann hat protestiert, indem er sich selbst verbrannt hat. Das hat den arabischen Frühling ausgelöst. Von Tunesien gewaltige, friedfertige Demonstrationen in Tunesien. Und innerhalb einiger Wochen hat Ben Ali, der eigentlich Polizeioffizier war, der Präsident des Landes, ist geflüchtet. Dann folgte Ägypten. Innerhalb weniger Wochen Millionen demonstrierten im gesamten Land. 3 bis 5 Millionen Ägypter demonstrierten. Der Tahrirplatz war das Zentrum. Präsident Mubarak aber wurde nachher von der Armee gestürzt. Die Demonstranten hätten ihn nicht stürzen können. Und von da an wurde es Revolution genannt. Dieses Jahr, als dieselbe Armee den Mursi gestürzt hat, hat plötzlich die westliche Presse von einem Putsch gesprochen, von einem Coup d'État. Aber eigentlich war es genau dasselbe wie bei Mubarak bereits. Dann haben wir Libyen, sehr komplex in Libyen. Und dann folgte Bahrain und Syrien seit 2 Jahren. Zu jener Zeit sprachen alle von Demokratisierung. Zu Beginn von 2011 wurde ich live befragt am Schweizer Fernsehen. Die anderen Teilnehmer, die sogenannten Experten, für mich waren es ehrlich gesagt keine Experten, ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Die Person, die die Debatte leitete, sagte, ein Wunder geschieht im Nahen Osten. Ich war nicht derselben Meinung und ich wurde so ein bisschen beiseite gestellt, isoliert. Aber was ich damals im Schweizer Fernsehen gesagt habe, geschieht heute. Die Gründe für die Aufstände, und das müssen wir uns selbst fragen, die Menschen, die zur Straße gegangen sind, gingen nicht in erster Linie für Demokratie und Freiheit. Im Nahen Osten und in Nordafrika
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Wachstum der Bevölkerung? Kairo hatte 1900 eine Million Bevölkerung. Heute sind es 20 Millionen. Ägypten heute 85 bis 90 Millionen Bevölkerung. Vor ein paar Jahren waren sie die Hälfte. Also riesige demografische Veränderung, aber keine Entwicklung oder eine fehlgeleitete Entwicklung. Junge Generation, keine Zukunft. Und diese Generation erhielt den Namen No Future Generation. Sie wollten Brot, sie wollten Wohnmöglichkeiten, statt in den Straßen zu leben wie in Kairo, und ein anständiges Leben. Und an zweiter Stelle wollten sie Freiheit. Diese Menschen waren nicht Islamisten. Der arabische Frühling ist nicht durch Islamisten entstanden. Ich habe sehr starke Beweise, dass in den ersten 3 Wochen in Kairo oder 2,5 Wochen war kein einziger Islamist in den Demonstrationen verwickelt. Sie können ein Interview lesen, das in den nächsten paar Tagen im Tagesanzeiger publiziert wird. Wenn Sie Schweizer sind, sich einer Schweizer Partei anschließen möchten, können Sie Gebühr zahlen, dann sind Sie am nächsten Tag vollwertiges Mitglied. Wenn Sie bei den Muslimbrüdern Mitglied werden möchten, brauchen Sie 8 Jahre. Erst wird man Sympathisant und es gibt so ein Beobachtungssystem. Und erst wenn ihnen das Vertrauen zugesprochen wird, nach etwa 8 Jahren Beobachtung, können sie zu einem vollwertigen Mitglied werden. Und sie sind dann Mitglied einer Zelle mit 3 bis 5 Personen und mehr kennen sie nicht. Zu oberst in der Bewegung kontrollieren sie den Rest. Etwa 5% der ägyptischen Bevölkerung sind Teil der Muslimbrüder, also sehr starke Bewegung. Und diese haben ihre Mitglieder angewiesen, sich den Demonstrationen nicht anzuschließen. Erst nach dem Zusammenbruch des Sicherheitsapparates haben sie sich angeschlossen und mitgewirkt. Es gab Verhandlungen zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten über die Kooperationsbedingungen. Aber Islamisten waren nicht Teil der Bewegung, weder in Ägypten noch in der Türkei, Ägypten, Libyen, Tunesien, Syrien, Entschuldigung. Türkei haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben 3 Länder, die heute quasi Außenseiter sind in dieser Bewegung. Das sind die Türkei, der Katar und Saudi-Arabien. Also die Merkmale des arabischen Frühlings, junge Generation, es war eine Rebellion, nicht eine Revolution. Ich bin Politologe und wir sagen, Revolution bedeutet eine Veränderung der Gesellschaft und der Kultur. Aber wenn nur die Herrschergesichter wechseln, dann ist das nicht eine Revolution, sondern eine Rebellion. Ein Aufstand. Die islamistische Bewegung stand also zu Beginn draußen. Sie fürchteten sich vor dem Sicherheitsapparat und sie waren auch vollständig überrascht worden. Aber zum Schluss schafften sie es, quasi diese Bewegung zu übernehmen, zu kidnappen sozusagen. Und ich möchte Ihnen einige Argumente liefern, wieso es Ihnen gelungen ist. Erstens, Sie waren oder sind gut organisiert. Es gibt nicht einfach die arabische Welt. Die arabischen Länder sind sehr unterschiedlich. Seit 30 Jahren kann ich nicht mehr nach Syrien zurück. Und in meinem Buch erwähne ich ein Gespräch zwischen mir und einem früheren deutschen Botschafter.
in the 1990, now today, I'm sorry to say that, I feel today that I'm a nobody, because so if you are not in the media, heute empfinde ich persönlich ein bisschen, dass ich wie ein Nobody bin, weil ich nicht mehr in den Medien präsent bin. 1990 war ich sehr präsent in den Medien, fast täglich, zumindest wöchentlich, mehrmals stand ich im ZDF. Erich Giesling ist ein enger Freund von mir, auch in der Schweiz hatte ich Auftritte. Aber diese Auftritte 1990 wurden von der syrischen Geheimpolizei mitverfolgt. Ich habe auch wöchentlich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, Spiegel, Fokus. Und all dies wurde Hafez al-Assad, dem Vater vom heutigen Präsidenten Bashar al-Assad, weitergeleitet. Und der Vater von heutigen Assad hat mit einem deutschen Botschafter gesprochen, hat ihn gefragt, kennst du Bassam TV? Und der Botschafter hat ihm geantwortet, der Deutsche. Hat verstanden, worum es geht und hat ihm gesagt, nein, ich habe noch nie von ihm gehört. Und hat ihm Assad gesagt, das kann gar nicht sein, der ist ja dauernd im Fernsehen in deinem Land, in ihren Zeitungen, er tritt überall. Richte ihm aus. Ich möchte mit eigenen Händen seinen Hals umdrehen. Also für mich war das eine große Ehre damals. Der syrische Diktator möchte mir den Hals umdrehen. Auf jeden Fall, ich konnte nicht nach Syrien zurück. Aber ich pflegte circa zweimal jährlich, mindestens zweimal jährlich, nach Ägypten zu gehen. Tahrirplatz gibt es dort eine schöne Zone von Cafés. Und dort konnte ich frei hin. Mubarak war ja auch ein Diktator, aber da war der Unterschied zwischen ihm und Assad. Wir saßen in diesen Cafés und erzählten Witze über Mubarak. Die Ägypter haben eine richtige Witzekultur, wunderbare Menschen. Die Geheimpolizei hörte unsere Witze, aber sie haben uns nicht verhaftet. Ich wurde nie aus Ägypten ausgewiesen, aber es gibt auch gewisse Grenzen. Man kann nicht allzu viel sich leisten. Aber all dies wäre in Syrien unmöglich gewesen. Drei arabische Länder habe ich vermieden. Irak unter Saddam Hussein, mein Heimatland unter Hafez al-Assad und Libyen unter Gaddafi. In allen anderen Ländern gab es keine Freiheit, keine Demokratie, aber in einem gewissen Maß war es möglich, hinzugehen, nicht verhaftet zu werden, sich mit Menschen zu treffen, ohne zu riskieren, dass man durch die Geheimpolizei nachher verhört wurde. Die Muslimbrüder standen also unter polizeilicher Beobachtung und wurden als Sicherheitsbedrohung erachtet. Aber sie sind die einzige politische Richtung, die die Beobachtung der Geheimpolizei überstehen konnten. Ich habe Ihnen ja gesagt, wie geheim sie, wie sie funktioniert haben, wie religiöse Geheimbunde im Untergrund. Und die Geheimpolizei schaffte es nicht, da einzudringen. Das war ein Grund. Zweitens, sie funktionierten so, dass man vielleicht eine Zelle, zwei Zellen, vielleicht 20 Personen verhaften konnte, aber nicht die ganze Bewegung. Und zum Dritten, Professor Spellman, this is ein Professor ist hier in der vorderen Reihe. Für mich ist das die Nummer 1 internationale Beziehung in Ihrem Land. Er ist inzwischen pensioniert worden. In the Institute for Security Study he established, the Italo-American is working now, Mr. Lorenzo Vedino. Aber er hat ein Buch verfasst über die Muslimbruderschaft in westlichen Europa. Und sie haben in Westeuropa ein sehr effizientes Netzwerk erarbeitet, gegründet. Und das ist ihre Stärke. Die ägyptische Sicherheitspolizei kann nicht bis nach westliche Europa eindringen. Also diese Netzwerke außerhalb Ägyptens und im Untergrund in Ägypten haben sehr gut funktioniert. Drittens haben sie eine sehr klare Agenda. Die Menschen, die in Kairo demonstrierten, standen einfach gegen Mubarak. Das war das Einzige, das sie geeint hat. Sie hatten keine Vorstellung, wie es weitergehen würde nach Ben Ali, nach Mubarak.
Die Islamisten hatten aber eine sehr klare Agenda und konnten daher den arabischen Frühling ausnutzen. Zum zweiten Thema heute Abend, die westliche Politik. In der Einleitung zu meinem Buch zitiere ich zwei Aussagen. This worry was established. The journal, Journal for the for Religious Freedom, welcomed Arab Spring as a movement of arabische Frühling als eine Bewegung zur Demokratie hin willkommen geheißen wurde. Aber sie sagten, die Menschen, die protestieren, sprechen nicht nur von Demokratie, sondern auch von Scharia. Was bedeutet Scharia für christliche, für religiöse Minderheiten? Und der Autor der Herausgabe dieser Zeitschrift, die diesen Artikel abgedruckt hat, ich werde nachher sagen noch speziell, was Scharia bedeutet, aber dieser hat dann geschrieben, dass das nicht eine verheißungsvolle Aussage ist oder Tat ist, dass im Namen der Demokratie eine Einführung der Scharia stattfinden würde. Im Gegensatz zu der Sorge, die hier Ausdruck verliehen wurde, hat Frau Ashton der Europäischen Union, I must testify as somebody who studied the Middle East from inside and outside. Und ich habe den Nahen Osten von innen und von außen studiert. Ich bin Araber, ich bin Moslem, ich habe die Region von innen und von außen her studiert, auch an europäischen und amerikanischen Universitäten. Und mit allem Respekt muss ich sagen, dass Frau Ashton ignorant ist gegenüber dem Nahen Osten. Sie weiß nichts über den Nahen Osten. Sie weiß auch nicht, welche Politik nötig wäre. Sie hat einen Artikel geschrieben und zitiert kritische Menschen, ohne Namen zu nennen. Es gibt Menschen, die kritisch sind über den Islamismus und fügt hinzu, ich bin nicht mit ihnen einverstanden. Und zwar von mir aus gesehen auf der Basis von Ignoranz. Sie sagt, wir in der Europäischen Union müssen im Namen der Demokratie mit dem Islamismus zusammenarbeiten. Aber ich möchte jetzt hier den Schwerpunkt auf die Politik der USA setzen. Verheißungsvolle Handlung von Obama nach seiner Wahl war sein erster Besuch nach Ankara in die arabische Welt, zweitens nach Kairo. Und er hat dort gesagt, es gibt keinen Krieg zwischen den USA und dem Islam. Islam ist eine Religion. Wie kann man im Krieg stehen gegen eine Religion? Aber es gab der Krieg gegen den Terror ist zu einem Krieg gegen den Islam geworden und das hat er beendet. Und ich habe das mitgefeiert und begrüßt. Ich wusste aber nicht zu jener Zeit, habe erst später diese Informationen erhalten, denn auch ich hatte Zugang zu unveröffentlichten Informationen. Als er in Kairo war, hat die amerikanische Botschaft organisiert, dass 15 Leiter der Muslimbrüder anwesend waren. Die Sicherheitspolizei von Mubarak hat protestiert dagegen. Das war vor dem arabischen Frühling und Obama hat sich mit diesen Leuten getroffen. Man kann ja sagen, okay, die Muslimbrüder sind dort, man muss sich vergegenwärtigen, sich mit ihnen auseinandersetzen, aber nicht sie quasi zu sehr aufdotieren. In den USA ist die Rede von Menschenrechten. Ob Demokraten oder Republikaner, keinen Unterschied. Man spricht eben, es gibt eine Harvard-Zeitschrift der Menschenrechte. Ich habe in dieser Zeitschrift geschrieben. Und wir haben realisiert, dass die amerikanische Außenpolitik den amerikanischen Interessen dient und nicht der Förderung der Menschenrechte. Amerikanische Politiker verfolgen ihre Interessen. Sie sagen natürlich nachher nicht, dass sie die nationalen Interessen der USA verfolgen, sondern sie sagen, wir setzen uns für Demokratie ein.
Früher haben sie immer über Stabilität gesprochen, als oberstes Ziel. Das war fast schon wie eine Religion. Aber die Priorität der Außenpolitik, dieses oberste Ziel der Stabilität, wurde unter Präsident Bush zu einem Krieg gegen den Terror umdefiniert. 2002 war ich mit dem amerikanischen Botschafter in Jakarta, Indonesien, und ich habe mit ihm gegen den Anti-Amerikanismus gekämpft damals. Aber ich habe noch gesagt, wenn ihr den Terror bekämpfen wollt, dann müsst ihr das innerhalb des islamisch-amerikanischen Beziehungen angehen. Ansonsten wird es zum Scheiden verurteilt sein, und das war dann nachher auch so. Ich gehe, um die amerikanische Regierung zu beraten, über Dschihadismus zum Beispiel, und im Flughafen werde ich als Verdächtiger des Terrorismus nachher auseinandergenommen. Wenn ich das gewesen wäre, wie hätte ich die Regierung beraten können und dafür eingeladen worden sein? Ich habe den Regierungsbeamten gesagt, am besten ihr schweigt, denn diese Einwanderungsoffiziere könnten sie sogar verhaften. Am besten sie sagen nichts. Ist Amerika ein Rechtsstaat so wie Deutschland? Da bin ich mir nicht sicher. Okay. So now the policy has changed from maintaining die Politik hat sich also gewandelt vom Stabilität wahren zum Kampf des Terrorismus. Und das hat sich nicht gewandelt unter Obama. Der Unterschied zwischen Obama und Bush ist der folgende. Bush hat gegen alle Moslems gekämpft. Er hat zwar zwischendurch gesagt, nein, wir sind Freunde, aber bla bla bla. Obama hatte bessere Berater und Maybe in the next section I'll tell you more about Islamism, but now in advance. Islamism is the political Islamismus ist die politische Interpretation des Islam, das politische Gesicht des Islams. Es gibt zwei Richtungen, eine Richtung ist friedfertig, eine Richtung ist gewalttätig. In my work I call the peaceful Islamist. Der friedfertige Islam, den nenne ich institutioneller Islam, denn sie sind bereit, innerhalb der politischen Institutionen zu funktionieren. Sie sind nicht moderat, aber sie sind institutionell und sie sagen der Gewalt ab. Der Dschihadismus ist nicht Dschihad, heiliger Krieg. Und die Muslimbrüder sind nicht Dschihadisten. Dschihad im Islam ist Gewalt, nicht Terror. Dschihadismus ist wie Islamismus, ist was anderes. Das ist Terror. Dschihadismus ist Terror. Al-Qaida ist ein Beispiel für dschihadistischer Terrorismus. Und die USA bekämpfen Al-Qaida und den Terrorismus der Al-Qaida, und damit bin ich sehr einverstanden. Aber sie glauben, also die gegenwärtige Regierung glaubt, dass es möglich ist, mit dem friedfertigen Islamismus zu kooperieren gegen den Dschihadismus. Deshalb haben sie die Muslimbrüder ausgewählt als Alliierte, als Vertreter des quasi friedfertigen Islamismus, um den Terrorismus bekämpfen zu können. Aber das ist nicht Demokratie. Aber im Namen der Sicherheit dieses obersten Ziels behaupten sie, dass sie dadurch sogar die Demokratisierung fördern, indem dass sie den Muslimbrüdern zur Macht verhelfen. Also das ist der Grund, weshalb die USA die Islamisten unterstützen. Und das ist der Unterschied zwischen Obama und Bush. Nun zum dritten Punkt des heutigen Vortrags, die politische Ordnung des Islamismus, der Scharia-Staat. Die Frage stellt sich, was ist Demokratie? Ist Demokratie nur auf Abstimmungen, auf Wahlen basiert? Mir wurde heute diese Frage gestellt am Schweizerischen Radio. Es wird im Echo der Zeit ausgestrahlt werden, morgen oder heute, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, Abstimmungen, Wahlen sind ein sehr wichtiger Teil der Demokratie, aber nicht genügend. Auch Hitler wurde gewählt und ist friedfertig zur Macht gekommen.
Natürlich, ohne Wahlen gibt es keine Demokratie. Aber Demokratie erfordert weit mehr als nur Abstimmung. Ein großes Vorbild, ein Mentor für mich, den ich zwar persönlich nie getroffen habe, ist Karl Popper. Ich bin ein gläubiger Muslim. Der Koran ist mein heiliges Buch. Aber wenn wir von Demokratie sprechen, so ist mein wichtigstes Buch, die zwei Bücher von Karl Popper. In der Demokratie geht es nicht um die Herrschaft der Mehrheit, sondern das Verhindern des Despotismus. Und die Muslimbrüder sagen, wir sind eine demokratische Bewegung. Die Mehrheit der Ägypter sind Moslems, wenn wir für sie herrschen. So sind wir ein Ausdruck von demokratischer Herrschaft. Und hier müssen wir wiederum unterscheiden zwischen Islam und Islamismus. Islam ist die Religion. Natürlich hat Islam mit Politik zu tun, aber nur in ethischen Fragen. Es gibt ethische, islamische Fragestellungen. Wenn man den Koran studiert, islamische Tradition studiert, wird man keine Regierungsform vorfinden. State does not occur in the Quran. This is modern Arabic. Die Begrifflichkeiten von the term Staat Sharia occurs only once in the Quran, findet man nicht im Koran. The term is وَثُمَّ جَعَلْنَاكَ مِنْهَا شَرِيعَةٌ بِالْأَمْرِ فَاتَّبِعُوهَا. Findet sich we haven't given you a Sharia, so live after it. This is an ethics. Im Koran. This is not Sharia a system of government. Yeah. Eine Art Ethik, there are three meanings, nicht ein Regierungssystem. First, the distinction Islam is Islam a ist also eine Religion. Islamismus, da geht es um die politische Ordnung. In meinem Buch Islam und Islamismus identifiziere ich sechs Merkmale des Islamismus. One of them, I cannot discuss all of them. One of them is eines davon ist die politische Ordnung. The founder of the Muslim Brotherhood said, Islam is deen wa dawla. Deen means religion and Islam dawla is state. Religion, it is the combination of order of the state and religion. And so the faith so is not religion only in spiritual, the faith is also in the zum geistlichen Ausdruck, sondern findet sich auch in der politischen Ordnung wieder. This political order is a Sharia state. Nämlich im Sharia-Staat. Aber es gibt keinen Sharia-Staat, keine Sharia-Ordnung im Koran. And they speak about when you talk with Islamists in Cairo, mit Islamisten in the past spricht, and today, they say al-Sharia, the Sharia, with a definite article, the. Die Scharia. If you study Islamic wenn history and Sharia Scharia and Islam, Islam studiert, there is no one understanding Geschichte of Sharia. Studiert, there are so many different understandings of Sharia. Eine Scharia. And this es is not my, viele my intention to deal with this at length. But I tell you, there are three meanings es gibt drei Hauptbedeutungen of Sharia, Sharia in Islam. The Quranic meaning Bedeutung it is ist ethisch. Ethics. A Muslim has ein to be Muslim an muss eine ethische person sein. And this is the Sharia of Muslim. It is in the language of the Quran, al-amru bil-ma'ruf wal-nahi al-munkar, to enjoin the good and forbid the evil. This is Sharia. Das Gute but zu ermöglichen und in the course of Islamic das history, Schlimme zu verhindern, Islam was born das in war the Sharia, century. Das ethische in Verständnis. In the course of Islamic century, im between Laufe the 8th and the 20th century, Jahrhunderte vom 8. bis zum 20. Jahrhundert haben muslimische Gelehrte eine Art juristische Rechtssystem entwickelt. In Islam it is Ibadat, civil law, Mu'amalat and penal law, Hudud. Zivilrecht, that's all. Strafrecht. But it has nothing to do with politics. If you read the history of Damascus, my home city, in der Geschichte von Damaskus, meiner Heimatstadt, Banu Attribi, this finden is my family, Sie eine Kapitel. The muftis, this is the highest ranking in Islam. A mufti is the one who issue a fitwa. Einen fitwa Ort, is der not kommt the death sentence. Tibi von meiner Familie. Fitwa is a legal fitwa ist but since wird vom mufti proklamiert. Der mufti ist ein islamischer Führer. Fitwa is death sentence. No, it's not. Yeah. So my it is just und eine legal fatwa ist einfach eine Rechtsprechung. Und der mufti sentence, kann sie aussprechen. Yeah. So, the muftis and the qadis, qadis is as the der qadis ist der Richter. Die führenden muftis und qadis were from Banu Attribi, my family, from the
from the 13th throughout, kamen vom Ort throughout the 16th Tibi century for 300 während 300 years, Jahren yeah? kamen sie aus diesem Ort, aber meine Familie hatte nichts mit Politik zu tun. Das waren quasi juristische Gelehrte, das waren nicht Politiker. Und die stammten aus meinem Heimatdorf, ohne mit Politik etwas zu tun zu haben. The classical Sharia also im is about, klassischen Scharia geht es nachher um and Zivilgesetz Sharia, this is und zum Dritten that was established die islamistische Scharia, die ist mit der Geburt der Muslimbrüder entstanden. So the core feature of Islamism und da geht es um die Ordnung des islamistischen Staates. Das ist wie eine dritte neue Bedeutung der Scharia. Wenn Sie fragen, was ist Islam, und Ihnen wird geantwortet, das ist die Ordnung eines politischen Staates, dann wissen Sie, das ist ein Islamist. Vor dem Irakkrieg waren wir zu fünf Berater, die gegen den Irakkrieg waren, aber der amerikanische General sagte uns, 2002 sagte uns, der Entscheid ist bereits gefällt worden. Und wir haben ihnen damals gesagt, geht nicht in den Krieg, das ist ein unnötiger Krieg. Und einer der amerikanischen Generäle fragte mich damals, ich möchte Ihr Buch, Die Herausforderung des Fundamentalismus, möchte ich nicht lesen, ich habe auch keine Zeit dazu. Aber sagen Sie mir in einem Satz, wie ich unterscheiden kann zwischen einem Muslim und einem Islamisten. Ich habe gesagt, ja, fragen Sie den Muslim, ist der Islam eine Religion, ein Glaube? Oder ist es eine Ordnung des Staates? Und es ist immer ein Er, den Sie befragen. Es ist nie eine Frau. Wenn er sagt, politische Ordnung, dann ist er ein Islamist. Das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal. Das ist nicht die traditionelle Scharia und nicht die koranische Scharia. Und was bewirkt dieses dritte Verständnis der Scharia für die Minderheiten? Und für die Demokratie. Es gibt unterschiedliche Menschen innerhalb der Scharia. Es gibt die wahren Moslems, die sich all dem unterordnen. Dann gibt es die Heuchler, die sagen, ich bin Moslem, aber sie halten sich nicht an die Regeln. Das ist eine Art Heuchelei. Also wenn du kritisch bist, dann riskierst du, als Heuchler wahrgenommen zu werden. Die dritte Kategorie sind die Untreuen, die Ungläubigen, alle, die nicht Moslems sind. Also Christen und Juden sind Ungläubige, die gehören der dritten Kategorie an. Ich war an der Universität tätig in Indonesien, Südostasien. Ich war Berater des ersten muslimischen Reformisten, der später Präsident wurde, und zwar der Präsident Indonesiens. Ich war sein Berater. Und in Indonesien hat man Konfuzianer, Buddhisten, Hindus. Und diese Menschen, etwa 15-18%, sind nicht Moslems und sind nicht Christen. Geht man sie als Ungläubige ein? Nein. Sie sind Bürger des Landes, aber gemäß islamistischem Recht, aber sie sind nicht Ungläubige. Die Gläubige sind die Moslems, die Christen und die Juden. Aber die Christen und die Juden sind die Dhimmis, die vierte Kategorie. Also Christen und Juden sind die vierte Kategorie, die Dhimmis. Menschen, die unter dem Islam leben und unter dem Islam ihre Religion ausleben dürfen. Sie dürfen Kirchen haben, sie dürfen Synagogen haben, ihre Kultur leben, aber als Zweitklassbürger. Christ und ein Jude hat nie dieselben Rechte wie ein voller Moslem. Also das wird islamische Toleranz genannt sozusagen. Die Moslems haben nicht die Juden umgebracht und die Juden haben eigentlich in den arabischen Ländern Zuflucht gefunden, aber als Zweitklassbürger. Mein jüdischer Freund Bernard Lewis hat ein Buch geschrieben über die Juden im Islam, hat geschrieben, es ist besser ein Zweitklassbürger zu sein, als umgebracht zu werden.
mittelalterlichen Europa wurden die Juden schlicht umgebracht. Also das war damals Toleranz. Heute leben wir im 21. Jahrhundert und da brauchen wir mehr. Juden und Christen möchten nicht nach den Dhimmi-Regeln leben, sondern sie möchten volle Bürger werden. Wenn die Islamisten also die Scharia anwenden in Ägypten, und das ist während diesem einem Jahr Herrschaft von Morsi geschehen, dann werden 12% der Bevölkerung als Zweitklassbürger behandelt und das ist nicht akzeptabel. Ich möchte nun zum vierten Thema, der Umgang der islamistischen Herrschaft mit den christlichen Minderheiten. Nochmals der Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Für Minderheiten garantiert der Islam das Leben, den Besitz sofern sie bereit sind, als geschützte Minderheit zu leben innerhalb der muslimischen Gesellschaft. Im Islamismus, viele Islamisten sehen die Juden als Kuffar an. Wenn es um die Befreiung Palästinas geht, sprechen Sie davon, dass Palästina heute von Kuffars bevölkert sind. Aber nach islamistischem Recht sind Juden eigentlich nicht Kuffars. Sie sind nicht ungläubige Muslims, also die dritte Kategorie, sondern eben die vierte Kategorie. Also es gibt einen Unterschied in der Behandlung. Es gibt einen Unterschied im Umgang von Islam mit Minderheiten und Islamismus mit Minderheiten. Es ist besser, eine Minderheit zu sein unter dem Islam als unter dem Islamismus. Nochmals die drei Bedeutungen der Scharia. Scharia im Koran ist ethisch ausgelegt. Die traditionelle Scharia, da geht es um Kriegsführung, um Zivilrecht und Strafrecht. Wenn man Wein trinkt, dann gibt es eine Strafe. Aber das ist keine staatliche Ordnung, politische Ordnung. Das ist erst die dritte Bedeutung, die durch die Islamisten ist eingeführt worden. Und der Gründer des Islamismus ist dieser Mann, Hassan al-Banna, und er lebt in und er hat 1928 in Kairo dies eingeführt mit dem Begriff die Scharia. Wenn du die Scharia nicht annimmst, dann bist du gegen die Scharia. Ich nehme Scharia als Ethik an. Für mich bedeutet Scharia Ethik. Aber als Gesetz ist das nicht gültig für mich. Denn das ist ein menschliches Konstrukt und nicht Koran. Scharia als eine Verfassung ist nicht akzeptabel für Menschen, die sich nach echter Demokratie sehnen. Es gibt eine spanische Stiftung und die haben letztes Jahr einen Artikel publiziert und sie nennen sie die Tyrannei der Mehrheit. Der Autor ist ein ägyptischer Gelehrter und er hat das Programm der Islamisten in Ägypten studiert und in Tunesien. Ist zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Sie haben eine Auslegung der Scharia, nur eine, und das ist ihre eigene. Und sie erachten das als Rechtssystem des Staates. Und das ist ja falsch. Das zweite falsch hat schwerwiegendere Folgen. Ein Schweizer kann vielleicht die Schweizer Verfassung kritisieren. In Deutschland darf ich die deutsche Verfassung oder das Grundgesetz intellektuell oder juristisch kritisieren. Aber die Verfassung ist menschengemacht. Wenn ich sie also kritisiere, dann kritisiere ich Menschen. Aber wenn Sie sagen, dass die Scharia von Gott kommt, offenbarungsbegründet. Wenn man also Scharia kritisiert, dann kritisiert man, was Gott offenbart hat. Und das ist gefährlich. Wenn man kritisiert, was Gott gegeben hat, kann man nicht Moslem zu sein. So wird man exkommuniziert, man wird verbannt. Das ist die Community, die globale Community des Islam. Und deshalb Scharia
Und so ist Scharia für Menschen, die wirklich Demokratie wollen, nicht akzeptabel und für Minderheiten schon gar nicht. Denn Minderheiten haben sehr begrenzte Rechte innerhalb der Scharia, unter der Scharia. Unter modernen Islamisten, unter moderaten Islamisten haben sie sehr begrenzte Rechte, unter radikalen Islamismus haben sie sozusagen gar keine Rechte. Im Sudan ist zu leben ist eine Katastrophe für einen Christen. In Ägypten kann ein Christ gewisse Berufe nicht ausüben, er kann nicht Präsident werden, aber sein Leben wird nicht angerührt. Aber radikale Islamisten haben nun begonnen, in Ägypten Kirchen niederzubrennen. Über 80 koptische Kirchen in Ägypten sind bereits niedergebrannt worden, also eine Katastrophe. In einem Land, das eigentlich für seine Toleranz bekannt ist. Also das ist eine Form der Menschenrechtsverletzung. So ist Scharia weder eine Demokratie noch ein Segen für die Minderheit. Ich komme nun zu den Schlussfolgerungen. Ich habe mit der Aussage begonnen, der Nahe Osten geht durch eine schwerwiegende Krise. Die Krise hat nichts mit Religion zu tun, sondern findet sich im Graben zwischen dem Bevölkerungswachstum und der fehlenden wirtschaftlichen Entwicklung. Es gibt nicht eine arabische Welt. Ägypten ist eine sehr hochentwickelte Gesellschaft im Vergleich zu Libyen. Tunesien ist eine sehr hochentwickelte Gesellschaft im Vergleich zu Algerien und so weiter. Es gibt große Unterschiede innerhalb der arabischen Welt, kulturelle, religiöse, und auch in Bezug auf Politik und Gesellschaft. Es gibt drei Merkmale, die alle teilen, die allen gleich ist. Das ist das gewaltige Bevölkerungswachstum. Demografen haben gedacht, haben sich überlegt, wenn die Deutschen so zunehmen würden, so ein Wachstum erleben hätten, wie die Bevölkerung in Gaza. Dann würde Deutschland aus allen Nähten platzen. Also nochmals, Bevölkerungsexplosion, Wirtschaftswachstum praktisch nicht existent. Und das dritte Merkmal, die junge Generation mit dieser No-Future-Einstellung. Darauf gibt es verschiedene Antworten. Eine Antwort ist Demokratisierung. Zweite Möglichkeit ist vielleicht nicht gerade die chinesische Vorgehensweise, aber dennoch durch Erziehung, durch Bildung die Menschen zu bereiten versuchen, dass sie weniger Kinder haben sollen. Wenn ich mit Menschen in Ägypten spreche, sage ich, glaubst du an Allah? Sagt er ja. Dann sage ich, Allah fordert dich auf, das, was er dir anvertraut hat, richtig zu betreuen, zu verwalten. Sagt er ja. Ich sage, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wenn du den Kindern nicht Schutz, Essen, Ausbildung geben kannst, dann behandelst du sie nicht gut. Dann behandelst du das Geschenk Gottes, das Anvertraute von Gott, nicht gut. Also beleidigst du Gott. Und die Menschen hören auf mich. Und dann sagen sie, okay, das stimmt. Also dann sollte ich nicht 10 Kinder haben. Also das Bevölkerungswachstum irgendwie einschränken. Und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern versuchen. Aber die Islamisten sagen, die Lösung ist der Islam. Aber der Islam ist eine Religion. Wenn die Menschen aufhören, Wein zu trinken und nicht länger in Bars gehen, wird das die Situation verändern? Wenn die Polizei, die kontrolliert, dass die Menschen die Scharia leben, nein, das ist keine Lösung. Sie sagen, Islam, Scharia ist die Lösung. Es gibt viele islamistische Bewegungen. Die wichtigste sind die Muslimbrüder in Ägypten. Und viele Bewegungen kommen aus dieser Bewegung heraus. In Tunesien hat man eine,
In Gaza Strife you have in the, Gazastreifen hat man die Hamas. You cannot overlook this movement. Und diese Bewegung kann nicht überschaut werden. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Mitmachen und Macht geben. Die algerische Lösung ist, beobachtet die Islamisten und unterdrückt sie und werdet sie los. Loswerden. Also das ist nicht akzeptabel. Das ist die algerische Umgangsweise mit den Islamisten. Seit den 90er Jahren wird das praktiziert und darum konnte der arabische Frühling in Algerien nicht durchgreifen. Die türkische Lösung ist, sie zu beteiligen, sie zu involvieren, ihnen zu erlauben, teilzuhaben an der Politik. Aber unlike the Turkish solution, I do not go for empowerment. Ich finde, es ist nicht gut, ihnen Macht zu geben, Bevollmächtigung zu geben. Denn wenn sie an die Macht kommen, wird das das Ende der Demokratie sein. Dann hat man eben einen Scharia-Staat. Also es ist ganz heikel. Es ist schwierig zu erklären. In den letzten zwei Tagen während den Interviews haben sie mir gesagt, ja, sie möchten sie involvieren, teilhaben lassen am politischen Prozess, aber an die Macht kommen dürfen sie nicht. Wie wollen sie das handhaben? Das ist genau die Herausforderung und die Schwierigkeit. Aber wenn man sie nicht mitbeteiligt, dann muss man sie unterdrücken. Und das ist gegen Demokratie. Wenn man aber zulässt, dass sie an die Vollmacht kommen, dann fördert man damit nicht die Demokratie. Und das sieht die USA zum Beispiel jetzt nicht ein in ihrer Politik. Ich gebe zu, das ist ein großes Dilemma. Paired with keeping the distinction between Islam as a faith and Islam als Religion, Islamismus als politische Ideologie, unterscheiden. Da muss man die Menschenrechtsverletzungen anpacken, vor allem gegenüber der Christen, im Nahen Osten, aber auch in Nordafrika. Es gibt einen starken Trend der Entchristianisierung im Nahen Osten. Die Christen flüchten nach Europa, nach USA und auch nach Südamerika. Unter Saddam Hussein hatten wir im Irak, obwohl er ein Diktator war, er war den Christen gegenüber wohlgesinnt. 5% der Iraker waren Christen. Heute haben wir kaum noch 1%. Die anderen vier sind geflüchtet. Und dasselbe geschieht in Ägypten. Im Libanon waren früher die Christen in der Mehrheit, verfassungsmäßig auch. Aber viele haben das Land verlassen, leben heute in den USA. Und der größte Teil der Bevölkerung sind nun die Schiiten in Libanon. Darum ist die Hisbollah so stark. Wenn man also die Rechte der Minderheiten schützen will, dann muss man diesen Trend stoppen der Entchristianisierung. Die Christen müssen ihre Position, ihren Platz haben im Nahen Osten. Und dafür muss man über die Wahrung der Menschenrechte achten. Also 5 Minuten länger. Ein Freund von mir, Edward Said, ein palästinensisch-Amerikaner, er war nicht berühmt, aber wurde 1979 berühmt, als er ein Buch mit dem Namen Orientalismus herausgab. Da geht es darum, wie westliche Menschen den Islam sehen. Er war ein Christ, aber er verteidigte den Islam nicht. Also wie westliche Menschen dem Islam mit Vorurteilen begegnen und sie den Orientalisieren. Das ist eben Orientalismus. Also er und ich, wir sind Freunde. 1973, das erste Buch, das ich herausgab, Die Araber heute, Aussichten für morgen, das habe ich zusammen mit ihm herausgegeben. Das war vor 40 Jahren, genau. Aber später hat er dann übertrieben. Und einer meiner syrischer Freunde hat ihn kritisiert, dass er eine Art Reverse-Orientalismus bekräftigt, was besagt, dass alle Orientalen gut sind, und das stimmt nicht.
have been deteriorating in the past. In maybe 10 years ago were the leading studies in the world. Today, also no longer the case. Die Studien in den USA waren vor 10 Jahren führend. Heute sind sie nicht mehr. Denn diese ganze Anklage der Islamophobie hemmt die Studien. Ich komme aus einer aristokratischen, traditionellen Familie aus Damaskus. Und sie sagen mir, sie werfen mir vor, dass ich Orientalismus praktiziere. Und ich sage, ich bin ein Nahostler. Und sie werfen mir das vor und sagen sie, okay, nein, aber dann praktizieren sie eine Selbstorientalisierung. Also die Orientalen kritisieren. Was dann aber kam, ist diese Klage der Islamophobie. Wer den Islam kritisiert, wird vorgeworfen, dass er Islamophobie praktiziert. Im letzten Kapitel meines Buches schreibe ich, dürfen heute Gelehrte oder in den Medien kritisch über die Begebenheiten im Nahen Osten und in Nordafrika sprechen? Es muss möglich sein, kritisch über diese Dinge zu berichten. Der einzige Ort, wo man die Wortfreiheit hat, Pressefreiheit hat, das ist in Europa und in Amerika. Und diese wird zunehmend eingeschränkt im Namen der Angst vor Aussagen, die die Islamisten verärgern, vor Islamophobie. Das Schicksal der religiösen Minderheiten im Nahen Osten ist heute gar nicht verheißungsvoll, gering ausgedrückt. Ich mache mir große Sorgen über die religiösen Minderheiten im Nahen Osten. Und es muss möglich sein und erlaubt sein, im Namen der Menschenrechte, im Namen der Demokratie, diese Themen anzusprechen und zu kritisieren. Die Freiheit, sich zu äußern, muss im Namen der Demokratie erlaubt sein, auch wenn es darum geht, den Islam zu kritisieren. Heute scheint es sicher zu sein, als Christ, als neuestlicher Christ, Zuflucht zu suchen im Westen. Aber das ist doch nicht die Lösung. Die Lösung lautet, wir müssen die existierenden Probleme angehen. Die Hauptprobleme haben nichts mit dem Islam zu tun. Sie sind wirtschaftlich, sie sind soziologisch, sie sind politisch. In den letzten 10 Jahren habe ich einen Begriff eingeführt in der englischen Sprache. Im Diktionär, wenn Sie diesen Begriff nicht finden, Sie werden das Verb nicht finden, religionisieren. Das ist das Verb, das ich eingeführt habe. In Ägypten gibt es soziale Probleme. Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Ausbildung und so weiter. Aber wenn man sagt, der Westen ist dafür verantwortlich und der christliche Westen unterdrückt uns und man macht aus dem ein christliches, islamisches Problem, so religionisiert man ein sozioökonomisches Problem. Und wir müssen uns in Acht nehmen vor der Religionisierung dieser Probleme. Wir sollten die Probleme beim Namen nennen und sie voll angehen. Der Westen, vor allem Europa, ist wichtiger für den Nahen Osten und der Nahe Osten für Europa als die USA. Die USA sind eigentlich weit weg. Wenn etwas im Nahen Osten geschieht, dann kommen die Flüchtlinge nach Europa. Alle Probleme werden nach Europa Auswirkungen haben. Europa muss dafür interessiert sein, Menschenrechte zu schützen, Demokratie zu fördern. Aber um diese Probleme zu lösen, müssen wir die Freiheit haben, diese Probleme zu identifizieren und frei über sie zu nehmen, auch das Schicksal der Minderheiten. Wenn wir dies nicht tun dürfen, wegen politischer Korrektheit, dann vergesst es. In der UN-Kommission der Menschenrechte gibt es zwei Länder, Saudi-Arabien und Pakistan, die sich sehr dafür einsetzen, diese Debatte einzuschränken. Sie nennen sie Islamophobie. Aber in Saudi-Arabien und in Pakistan gibt es eben keine Äußerungsfreiheit.
Und wie ist es Ihnen gelungen, die UNO zu missbrauchen für Ihre Politik? Sie möchten eigentlich ein internationales Gesetz gegen Blasphemie durchsetzen. Letztendlich bedeutet das eine Einschränkung der Redefreiheit. Und ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.